So, einen wunderschönen guten Abend. Ja, Abend kann man schon sagen, ist schon 16 Uhr, man gibt's Bier, genau. Herzlich willkommen bei Bierkick TV mit Michael und heute mit der Barbara Schreiber. Ich bin zu Besuch im Maulwurf in Stuttgart-Vaihingen. Ja, wunderbar. Man sieht schon auch bei mir im Hintergrund Maulwurf da mit dem grünen Schild oben drüber. Ich gehe jetzt nicht auf die Brauerei drauf ein, aber ich sage jetzt mal herzlich willkommen, liebe Barbara. Und was trinken wir denn für ein Bier? Also, ich weiß nicht, was du trinkst, das kannst du mir ja nur erzählen. Ich trinke ein Bier aus Belgien, ein belgisches Kirschbier. Und für alle, die sagen, das ist doch kein Bier, da müsste man sich mal ausführlich drüber unterhalten. Auf jeden Fall ist es ein sehr erfrischendes, leichtes Abendgetränk. Sehr zum Das Wohl. sieht aber auch wirklich sehr erfrischend aus. Zum Wohl, liebe Barbara, und ich freue mich auf ein tolles Interview mit dir. Ich mich auch. Barbara, wie geht es euch denn so in dieser speziellen Zeit? Es ist speziell, wie du richtig sagst. Es ist wirklich ganz anders. Wir versuchen gerade, uns einfach in die Gedanken von den Leuten zu halten, indem wir zweimal in der Woche, immer donnerstags und freitags, einen Tag machen, an dem es ein sogenanntes Bierkaufhaus gibt. Das heißt, die Leute können dazu besondere Abholpreise, besondere Biere bei uns einkaufen, einfach Biere, die wir sonst auf der Karte hätten. Solange wie der Lockdown jetzt schon geht, sind es natürlich keine Biere mehr, die einfach nur rumgestanden sind. Die haben wir zum Glück schon verkauft, sondern mittlerweile sind wir schon wieder dabei, Biere aus möglichst kleinen Brauereien einzukaufen, die wir dann anbieten können. Und zum anderen gibt es dann auch immer ein spezielles Gericht, das die Leute auch vorbestellen können. Also es gibt wirklich immer nur das eine. Und ich denke, dass das nicht, also das ist nichts, womit wir jetzt unseren Laden umtreiben könnten. Wenn das möglich wäre, dann bräuchte man ja sonst bloß 2 Tage in der Woche, 3 Stunden aufmachen und das wäre alles geregelt. Richtig, richtig, Das ja. ist es nicht, aber es ist eine wichtige Sache, um einfach die Leute in die Gedanken zu bleiben. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, bin ich ganz arg dankbar, dass wir hier sind, wo wir staatliche Unterstützungen bekommen, die vielleicht manchmal auch länger dauern, als man sich das wünscht, bis das da ist. Wir haben mittlerweile schon Geld bekommen und dafür bin ich ganz arg dankbar. Und deshalb möchte ich auch nicht zu sehr klagen, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die viel, viel schlechter dran sind als mir. Ja, das ist richtig. Also ich meine, ich habe erst gestern noch ein kleines Gespräch geführt mit einer Friseurin, bei denen ist es nicht ganz so gut. Aber wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, in einer anderen Branche zu arbeiten. Aber auch da wünsche ich allen Friseuren an dieser Stelle Kopf hoch, haltet durch. Es kommen da wieder bessere Zeiten. Also Ganz sicher. ganz sicher, du selbst bist eine Biersommeliere. Wie kommt man Da denn lege ich gar keinen dazu? großen Wert drauf. Ja, Also, ob du wie jetzt kommt man denn da Biersommelier drauf? bist. Wie kommen wir da drauf? Also, es ist so, ich bin Gastwirtin, ich bin von meiner Ausbildung, ich bin gelernte Hotelkauffrau. Ich habe danach auch noch Anglistik und Linguistik studiert und meinen Magisterabschluss gemacht, weil das was war, was ich immer machen wollte. Und Deshalb. glücklicherweise konnte ich mir das dann mit meiner Ausbildung und mit nebenher Jobbe selber finanzieren. Und das ist eine wichtige Sache, zu wissen, dass man was studieren kann, was man gern studieren möchte, ohne zu wissen, was man nachher damit anfängt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, nachher habe ich Gastwirtin kommen, wozu war das jetzt gut? Für mich war es eine tolle Zeit und ich habe wirklich viel dabei gelernt. Und Bier ist was, was mir einfach sehr am Herzen liegt. Und als ich irgendwann herausgefunden habe, dass es in meinem Fall bei der Dömins-Akademie in München und im Salzburger Land diese Ausbildung zum Biersommelier gibt, dachte ich, das ist genau das, was ich machen will. Du kannst, klar, es kostet einen Haufen Geld, aber dafür habe ich gespart und habe mir gedacht, andere Dinge kostet auch Geld. Ich spiele ja nicht Golf, also da spare ich doch einen Haufen Geld dabei. Und es ist einfach toll, sich wirklich in der Ausbildung damit beschäftigen zu können, mit einer Sache, die einem sowieso am Herzen liegt und Dinge, über die man ein bisschen was weiß, vertiefen zu können und das mit lauter Leuten zu machen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich habe das unglaublich genossen und genieße es immer noch, alles, was dabei rausgekommen ist. Linguistik, Sprache, mir Schwabe schwätzet, aber Sprache, also schwätze tut man mit der Gosche tut man auch ein Bier trinken. Also so der Zusammenhang sehe ich jetzt einfach mal, oder? Absolut. Passt, passt doch ganz wunderbar. Ja, aber das sind so.
Biersommeliere, da gibt es da jetzt sicherlich auch schon einige, habe ich jetzt schon mitgekriegt, auch von Ja, meiner ja. Bierköniginnen, die erzählt auch immer wieder von, da gibt es eine, auch bei uns in der Familienbrauerei haben wir in der Zwischenzeit, glaube ich, auch zwei oder drei Stück sogar, ein feiner Ich meine auch. Biersommelier. Ich weiß nicht, ob du unseren Biersommelier Sven kennst. Na, selbstverständlich Ah kenne ich ja, den. natürlich. Unser Sven ist bekannt in, ja gut, der hat wahrscheinlich dieses Jahr, ja gut, gut die Leber, weil der Vase ist ja leider Ja. ausgefallen. Da, also Und war ein Frühlingsfest bisschen, auch. für die andere, wo dort mit beteiligt waren. Es ist sehr schwer für uns, aber ja, wir müssen jetzt halt gucken, dass wir es nächstes Jahr oder was nachkriegen. Im Maulwurf gibt es bei euch doch sehr viele verschiedene Biere. Und du hast auch vorher gesagt, dass du auch sehr viel Wert drauf legst, dass da kleine Brauereien, wo auch vielleicht regional sind, hier bei uns in der Gegend, dass du die anbietest. Nenn dir doch mal zwei, drei spezielle Biere, wo man sonst nirgendwo oder woanders noch nicht so kriegt. Zum Beispiel in Vaihingen. Also dazu gehört sicherlich viele von den ausländischen Biere. Gerade das Bier, das ich mir hier im Glas eingeschenkt habe, das Kriegbohn, ist ein spezielles Bier, das auch nicht ganz billig ist. Und solche Biere sind sicher was Besonderes, weshalb manche Leute herkommen. Aber ganz besonders auch Biere, die wirklich, wie du gerade gesagt hast, aus kleinen regionalen Brauereien kommen. Du hattest letzthin einen Beitrag aus der Adlerbrauerei in Wirnsheim. Und genau von dort haben wir jetzt, war ich gestern dort und habe Bier geholt. Und das ist nicht das erste Mal. Wir haben immer wieder Bier von denen. Und das ist einfach ein gutes Beispiel dafür. Das sind Brauereien, die normalerweise im Umkreis von ihrem, man sagt immer, 50 Kilometer um den Schornstein rum verkaufen. Und so ist es bei Robert und Ramona Volk auch. Es ist schön, wenn man dann wirklich so was Besonderes haben kann, was niemand anderes außer einem hat, denn man muss wirklich sich ein wenig Mühe geben, man muss hinfahren und es holen oder man muss einen Kontakt dazu herstellen. Und es zeigt die Leute, dass die Vielfalt von Biere hier unheimlich groß ist. Es ist schön, diese exotische Dinge zu haben, die aus Übersee kommen, die aus Belgien kommen, das ist nicht ganz so weit weg. Aber ich finde es auch ganz arg wichtig, die Leute klar zu machen, dass wir hier eine ganz große Vielfalt an Brauereien haben, zu der zum Beispiel auch dein Arbeitgeber, die Dinkelacker Brauerei, gehört, die wichtig sind für die Region und die uns zeigt, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Ländern eigentlich ganz froh sein können, denn das Brauereisterben, das in andere Länder, wenn man die USA als Beispiel nimmt, eigentlich irgendwann mal fast alle kleine Brauereien ausradiert hatte, war bei uns lang nicht so extrem. Das heißt nicht, dass bei uns alles in paradiesische Zustände ist, aber wir haben eine große Vielfalt und wir sollten das auch feststellen und fördern. Ja, da mache ich gerade weiter mit der Frage. Was können deiner Meinung nach so regionale, mittelständische Brauereien denn machen, damit der Endverbraucher eher mal ein hormeliges Bier kauft? Also jeder macht sich da Gedanken, was können wir jetzt nur tun, dass vielleicht doch der Endverbraucher mal doch auf unser Bier zurückgreifen könnte? Also ich denke, man sollte einfach sich darauf konzentrieren, was man gut kann. Man sollte mit seinen Pfunde wuchern und den Leuten klar machen, was man da macht. Wenn man zum Beispiel versucht, seine Rohstoffe aus der Region zu beziehen, und das tun viele Brauereien, die bei uns in der Gegend unterwegs sind, dann sollte man das den Leuten auch mitteilen, denn es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute das wissen. Das ist eine Sache. Man sollte sie vielleicht einfach auch ein Stück weit ihnen zeigen, wie wird unser Bier gebraut, wer sind wir, und stolz auf sein Produkt sein, das heißt nicht, dass man ein Angeber ist, sondern dass man sagt, wir machen das so und so und deswegen ist das gut und da sind wir stolz drauf. Denn wenn man selber nicht stolz drauf ist, dann kann es niemand anders wertschätzen. Und was auch, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man nicht glaubt, wenn man das Bier immer noch ein bisschen billiger macht, dass man dann irgendwo die Nische findet. Das wird einem nie gelingen. Denn Großbrauereien haben andere Möglichkeiten, günstige Preise anzubieten. Das heißt nicht, dass eine Großbrauerei ein schlechtes Bier macht. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es sind andere Herstellungsprozesse. Und das kann ich als kleine Brauerei nicht so machen. Das heißt, ich sollte mir klar werde, warum ist mein Bier was wert, und wenn es mir was wert ist, kann ich das auch dem Kunde vermitteln, dass es was wert ist. Damit werde ich nicht alle glücklich machen, aber ich werde vielleicht die Leute finden, die für mein Produkt empfänglich sind. Ja, also das ist, glaube ich, wie mit allem, wenn man nicht stolz auf seine eigene
Firma oder Brauerei auf die eigenen Produkte ist, dann braucht man es auch im Verkauf. Also so sehe ich das auch. Genau. Ich stehe hinter unseren Produkten, da gibt es gar nichts. Und es ist einfach ein tolles Arbeiten bei uns in der Familienbrauerei. Und das transportieren wir auch nach draußen. Es ist einfach so, wir versuchen ja durch unsere Brauwerkstatt, was wir ganz neu initiiert haben, das ist auch was ganz Tolles, was wir gerade antreiben. Aber durch den Lockdown wird halt alles ein bisschen nach hinten verschoben. Aber du meinst auch, dass wir nicht unbedingt bei diesen Preiskämpfen und diesen Schweinebauchanzeigen immer auch mit 9,99 Euro irgendwo dabei sein müssen, sondern einfach den Kopf und nach oben halten und sagen, so, wir sind Epper, unser Bier kostet das und so soll es auch bleiben. Das ist wichtig. Und wenn man dann aber versucht, wenn man die Möglichkeit hat, und das versucht ihr ja wohl mit eurer Brauwerkstatt, vielleicht auch zu erkennen, was sind denn Dinge, die die Leute interessiert und was sind Dinge, die uns interessiert, was kann ich denn vielleicht gerade für was Besonderes machen, dann kann ich meine Braumeister vielleicht auch eine Chance geben, neben der Reihe mal irgendwas Kreatives zu machen und damit mache ich mir einen guten Namen. Also es ist ganz arg wichtig, die Marke zu pflegen, die man schon immer hatte. Also wenn man für sein gutes Export bekannt ist, dann sollte man das weiter brauen und nicht glauben, man muss jetzt das Rad neu erfinden. Man kann aber auch schauen, dass man ganz hochwertige Biere hat, die vielleicht nur einmal im Jahr gebraut werden. Aber damit kann man den Leuten auch zeigen, schaut mal, wir machen da noch was ganz Besonderes. Und sogar für den, der euer CD-Pilz immer kauft und schon immer getrunken hat, für den ist sein CD-Pilz mehr wert, wenn der sagt, aber die Brauerei, guck mal, die machen da nur einmal im Jahr machen die was ganz Besonderes und das wertet das andere Produkt auch auf. Ich meine, da sind wir ja dabei mit unseren Saisonprodukten, wie jetzt zum Beispiel Weihnachtsbier macht aber jeder andere auch, Volksfestbier machen sehr viele andere auch, Frühlingsfestbier, andere. Bei uns in der Region, der Fürstenberg macht ein Fasnetzbier, ist aber nichts anderes wie sein Edelexport oder weiß ich, was da drin ist. Aber es sind so Sachen, wo eben für uns, ich glaube, zu wenig propagiert wird. Die Leute wissen, dass es kommt, wird aber immer weniger darauf zurückgriffen. Deshalb überlegt man auch, Menschenskinder, das Weihnachtsbier, soll man es nicht auch Festbier nennen, dann können wir es nämlich noch bis zum Februar verkaufen. Ist meiner Meinung nach der falsche Ersatz. Ein Weihnachtsbier ist ein Weihnachtsbier, wird bis zu Weihnachten verkauft oder bis an Weihnachten und danach, ja, schmeckt es auch als Silvester noch, aber dann soll es irgendwo weg sein vom Markt. Genau so ist das. Ist meine Meinung, ja. Jetzt mal ein bisschen was zum Maulwurf. Der Maulwurf ist ja bekannt als VfB-Kneipe, korrekt. Ist richtig. Ja? Wir sind ein offizieller VfB-Fan. Ja, und jetzt in der Zeit ist ja halt auch Fußball im Stadion findet nicht mehr statt, aber in der Kneipe ja leider auch nicht. Wie versuchen ihr da den Kontakt zum VfB oder zu den Fans irgendwie noch zu halten? Wie funktioniert das bei euch? Das liegt einfach wie so vieles andere auch auf Eis. Also da gibt es nicht furchtbar viele Möglichkeiten im Moment, was zu machen. Man freut sich und leidet mit seinem Verein. Im Moment kann man sich sportlich freuen. In alle anderen Belange leidet man gerade wegen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Man muss sich einfach sagen, es kommen da wieder andere Zeiten. Ja, also da heben wir dran fest, dass andere Zeiten kommen. Und noch was zu der Speisekarte bei euch. Da habe ich gelesen, ein korsischer Bauernsalat. ihr habt aber nicht nur korsischer Bauernsalat, ihr habt auch Flammkuchen. Und dann gibt es irgendwie einen Wurstsalat, weiß ich wie, wo kommt der her? Aus dem Stuttgarter Raum, irgendwas. Oder was ist eigentlich ein schwarzer Wurstsalat? Was ist das? Nur Schwarzwurst. Richtig. Also am Ende kommt alles aus unserer Küche. Es gibt bei uns keine riesengroße Speisekarte, sondern die Idee ist, dass man Dinge anbietet, die so kocht sind, wie wir es für ehrlich und für richtig haltet. Wir haben eine winzig kleine Küche und insofern sind wir da etwas eingeschränkt. Aber die Flammkuchen sind so Sachen, die jetzt wirklich nichts Wahnsinniges Neues sind, aber Flammkuchen kann man gut miteinander zu einem Bier essen, wenn man dann irgendwann mal wieder beieinander sitzen darf und sich was teilen kann. Ja. Da haben wir einen sehr guten Bäcker am Ort, der uns die Böden vorbereitet und mir belegt sie dann eben frisch und selber, was den großen Vorteil hat, dass man auch reagieren kann, wenn jetzt jemand
zum Beispiel keine Zwiebeln auf seinem Flammkuchen möchte, was ich gar nicht verstehen kann. Aber ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, das ist aber du kannst, wenn du es nicht zubereitest, dann kannst du es so machen und kannst auf was reagieren. Das ist der große Vorteil, wenn man es fertig tiefgekühlt kauft. Gibt es auch ganz tolle Sachen, kann man sowas nicht mehr machen. Und der kosische Bauernsalat im Übrigen heißt deshalb ja, genau. So, weil der Schafskäse dafür aus Korsika kommt. Ansonsten, Wahnsinn. Wenn du ein Servus wirst, vielleicht sagen, hatte ich doch einen griechischen Salat mit Gurke und Tomate und Paprika und Schafskäse. Aber unser kommt aus Korsika, weil man den besonders gut findet und deswegen ist es ein korsischer Bauernsalat. Das muss ich meinem Freund erzählen, das sind alte Korsika-Bereisende und das muss ich denen echt mal erzählen. Da kommen wir mal rauf und dann muss der korsische Ziegenkäse mal probieren, wie der schmeckt. So, also mehr habe ich jetzt großartig nicht. Die letzte Frage, bevor wir mal zu der Schnellfragerunde kommen, wie Zukunft? Was wünschst du dir für Zukunft? Wie stellst du sie vor? Was soll sein? Hast du irgendwie was Neues vorgeführt mit dem Maulwurf? Oder erzähl mal. Also als erstes wünsche ich mir natürlich, dass wir alle gesund bleiben. Ich wünsche mir, dass überhaupt das mit dem Impfen gut funktioniert, aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Das kann man nicht übers Knie brechen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das irgendwann auch alles für uns in der Hinsicht ausgestanden sein wird. Ich freue mich drauf, wenn wir wieder unsere Gäste hier bewirten dürfen und sehe eigentlich keine große grundsätzliche Veränderung für uns dann, sondern hoffe einfach, dass wir irgendwann wieder auf den Stand zurückkommen werden, wo wir alle unsere Tische hineinstellen dürfen, weil die Leute eng genug beieinander sitzen dürfen, wo wir wieder das machen können, was eigentlich unseres ist, nämlich beieinander sein. Ja. Denn ich denke immer, in der Gastronomie macht mir Sachen, die kein Mensch braucht. Niemand braucht eigentlich eine Gastwirtschaft, denn jeder kann daheim essen und jeder kann daheim trinken. Wenn der zu uns kommen soll, dann muss es ein bisschen mehr als nur Essen und Trinken sein. Das heißt, die Leute müssen sich hier wohlfühlen, die müssen das Gefühl haben, sie treffen hier Leute, mit denen sie gern sein möchten. Ich denke einfach, mir verkauft nur in zweiter Linie Bier, in erster Linie verkaufen wir hoffentlich ein gutes Gefühl. Darauf kommt es an. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen. Und das wieder tun zu können, darauf freue ich mich. Und hoffe einfach, dass die Leute dann auch wieder Lust drauf haben. Aber da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Ja, ich denke das auch. Also, meine Frau und ich, wir sind alte Saunagänger. Das ist jetzt gerade, das fällt uns gerade so extrem. Und so extrem fällt halt auch den Leuten im Prinzip die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, irgendwo Freunde zu treffen, eng beieinander zu standen, Musik zu hören, mal Live-Musik wieder hören, mal wieder solche Sachen zu genießen. Und klar, ich kaufe mir wegen dem, weil ich gerne Sauna und stelle sie in den Garten. Ich warte halt. Ich warte dann halt mal wieder, bis SI-Zentrum offen ist, dann gehen wir wieder ins SI-Zentrum. Und da kann man dann auch vielleicht noch ins Biercasino. Ich glaube, da gibt es auch Bier, aber ist mir egal. Ja, dann kannst du gleich in der Maulwurf kommen, wenn du schon im SI-Zentrum bist. Ah ja, natürlich, da ist dann nicht mehr weiter zu. Was heißt, ich habe vor, alle, die wo ich interviewt habe, ich habe gesagt, zum Robert habe ich gesagt, wenn du dein Fest machst im August oder im September, komm ich bringe Gitarre mit, ich mache Musik mit der Jutta zusammen und dann machen wir Mods Gaudi miteinander und so verspreche ich, bin ich auch bei dir, gucke vorbei und dann nehmen wir mal unseren Sven noch mit und sein Grit soll auch noch mitkommen und dann trinken wir da noch ein, zwei, drei extrem gute Biere und dann ist es okay. Gut. Also Barbara, die Schnellfragerunde geht ganz einfach, ich sage dir zwei Begriffe nach der Präferenz, du sagst mir, was für dich was deine Präferenz ist. Alles klar. Okay. Urlaub. Pauschal oder Camping? Camping. Okay. Wenn Urlaub, Berge oder lieber Meer? Kann ich auch beides sagen. Ja, geht alles. Bei mir darf man alles. Okay. Gut. Und im Urlaub dann lieber Aktivurlaub oder Chillen? Auch beides. Okay. Ja, ist ein guter Ausgleich. Und daheim Kino oder doch lieber Sofa? Kino. Okay, und da Kaffee oder Tee? Tee. Okay. Beim Bier Pilz oder lieber Export? Beides. Beides, ja.
Als ob ich es wissen will. Okay, und jetzt kommt Ja. nochmal eine Bierfrage. Flasch oder noch lieber Fass oder lieber Flasche? Auch beides. Auch beides. Alles gut. Gell? Bier kommt Ja. überall gut. Okay, wenn jetzt es kommt, also gut, es kommt aufs Bier an. Ja, also zum Beispiel okay. Im Weißer Brauhaus in München bei Schneider kriegst du ein Schneiderweiße Original aus der Flasche und ein Schneiderweiße Original aus dem Fass. Und beide sind hervorragend und ich wollte auf keins verzichten. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich war auch schon in Kelheim in der Brauerei selber und habe im Georg ein Abend lang durchtrunken. Und ich glaube, ich habe damals von meiner Frau ein 30er-Schild geklaut, noch in Kelheim. Weil die ist die 30 geworden und der Baumeister, ich darf jetzt den Namen nicht sagen, wie der Häuschen schrieb, wo mit Schwierigkeiten will, aus ihrer Straße das 30er-Schild nicht mehr hängen. Auf jeden Fall, die hätte einen guten Vertreter gehabt, den hast du wahrscheinlich kennt, der ist jetzt leider verstorben, der Horst. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu dieser, also ich persönlich zu der Schneiderweise gehabt. Es ist jetzt schade, dass die sich auch immer mehr ein bisschen zurückzieht. Also ich weiß nicht warum, aber sehr gutes Bier. So, aber es wäre eine Frage fehlt noch. Freibad oder See? See. Da sind wir uns gleich, habe ich mir hier gar gedacht. Liebe Barbara, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich habe so viele tolle Antworten gekriegt. Also ich bin echt begeistert und ich freue mich, dass ich jetzt dann auch demnächst, wenn der Lockdown aus ist und wenn es dann heißt, Edel, du musst die Spritze lassen, dass du einen Maulwurf darfst, dann lasse ich mir Spritze. Sehr gut. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche, dass der VfB heute Abend gewinnt. Und, das wünsche ich mir auch. Und dass da mal ein wenig Ruhe in diese Präsidentschaftswahlgeschichte da reinkommt und dass sie endlich wieder Dinklager als Hauptsponsor nehmen. Wenn es für, genau. für uns bezahlbar wäre oder ist. Also, das können wir uns drauf einigen. Ich sage tschüss, ich wünsche was. Ich drücke jetzt hier noch geschwind auf Beenden, auf zu Schluss machen.